Hallo ihr Lieben, heute geht es mal wieder um die Erziehung, um die vorgeburtliche Erziehung aus dem Buch Das Wunder des werdenden Lebens. Ein kleiner Ausschnitt über die Eltern, die Rolle der Eltern und was das Kind von den Eltern braucht. Also viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung. Das Wunder des werdenden Lebens. Bewusste Elternschaft zum Wohle des Kindes, der Familie und der Gesellschaft. Marie-André Bertin. Die grundlegende Rolle der Eltern. Erzieher von Natur aus. Wer sind eigentlich die Eltern? Ein erwachsenes Paar, das ein neues menschliches Wesen ins Leben gerufen hat. Ein Paar, das meistens seinen so anspruchsvollen, schwierigen und wichtigen Beruf als Eltern in der Praxis erlernt. Jeder Beruf verlangt ein Erlernen und eine Ausbildung. Wer ein Auto fahren will, muss das Fahren lernen und braucht einen Führerschein. Wenn es jedoch darum geht, die Elternschaft zu erlernen, um das Kind und später den Jugendlichen in seiner Entfaltung zu begleiten, dann schlägt sich jeder durch, wie er kann, und viele fühlen sich hilflos. Nur wenige sind aufgeklärt und werden von Vereinen und Institutionen unterstützt. In Frankreich gibt es zum Beispiel die Organisation Die Grünen Häuser und die Schulen für Eltern und Erzieher und die Weltbewegung der Mütter. Und es gibt andere Gruppen und Vereine, die regional tätig sind. Aber die meisten Elternpaare begeben sich in dieses große Abenteuer ohne weitere Mittel als ihren guten Willen, ihren gesunden Menschenverstand und ihre persönlichen Erfahrungen, die immer wieder überprüft und neu angepasst werden müssen, damit sie der jeweiligen Situation gerecht werden können. Das Elternsein bedeutet, die grundlegenden körperlichen und seelischen Bedürfnisse des Kindes und später des Jugendlichen zu befriedigen und ihm dabei zu helfen, sein Potenzial zu entfalten, eine verantwortungsbewusste Selbstständigkeit zu gewinnen und seinen Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Sobald das Kind geboren ist, hat es körperliche Bedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen und Wärme sowie seelische Bedürfnisse wie Aufmerksamkeit, Anerkennung, Respekt und Zärtlichkeit. Es will von der Mutter und dem Vater voll und ganz als ein menschliches Wesen anerkannt werden, als eine Person, für die die Kommunikation und die Liebe lebenswichtig sind. Das Kind erlebt alles, was es umgibt, mit seinen Sinnen und seinen Empfindungen. Es braucht den Schutz seiner Eltern vor zu starken Gefühlen. Es will, dass sie mit ihm sprechen, es trösten und ihm alles erklären, was es erlebt. Denn damit geben sie den Gefühlen und Emotionen einen Sinn und das Kind kann sie einordnen, sich selbst in seiner Umwelt zurechtfinden und sein eigenes Denken entwickeln. Das verlangt von den Eltern, Mutter oder Vater, fähig zu sein, aus sich selbst herauszutreten, das Kind zu beobachten, ihm zuzuhören und einfühlend wahrzunehmen, was es empfindet, um dies dann in Worten auszudrücken. Das Kind braucht es auch, dass seine Rhythmen respektiert werden, der Rhythmus von Wachen und Schlafen und auch der Rhythmus seiner Entwicklung. Es gibt zu viele Eltern, die wollen, dass ihr Kind sich schnell entwickelt. Das Kind strengt sich dann an, damit die Eltern zufrieden sind, denn es will geliebt und geschätzt werden. Aber dadurch wird es in seinem eigenen Rhythmus gestört und es fehlt ihm die nötige Reifezeit, um seine Fähigkeiten in beständige und sichere Leistungen zu verwandeln und jenes Selbstvertrauen zu gewinnen, das die Grundlage für einen starken Charakter ist. Diese wesentlichen Bedürfnisse existieren eigentlich das ganze Leben lang. Sie werden nur anders ausgedrückt. Die Eltern müssen aufmerksam sein, damit sie sie erkennen und ihnen den Phasen entsprechend von der Kindheit bis zur Jugend nach und nach gerecht werden. Wir möchten an dieser Stelle daran erinnern, dass sich der Mensch von seiner Zeugung bis zu seinem Tod durch drei wesentliche Vorgänge erzieht: Prägung, Nachahmung und Experimentieren. Das Experimentieren wird durch das Lernen und Studieren verlängert. Je jünger der Mensch ist, desto stärker ist die Prägung. Sie ist im Mutterleib am stärksten, bleibt in der ganzen Kindheit stark und bleibt auch danach in verschiedenen Graden bestehen.
Das Kind prägt sich, das emotionale und mentale Verhalten der Mutter und des Vaters, die Beziehung, die sie zueinander haben und vor allem die, die sie ihm gegenüber haben, ein. Die elterlichen Vorbilder werden in seinem Unterbewusstsein festgehalten und sind die Muster, die seine spätere Beziehungsfähigkeit gründen. Der Prozess des Nachahmens regt dazu an, die angenommenen Muster zu wiederholen oder sich zu einem bestimmten Zeitpunkt gegen sie aufzulehnen, was zeigt, dass bisher noch eine Abhängigkeit von ihnen bestand. Das ist ein unumgänglicher Vorgang, durch den der Mensch zu sich selber findet. Welch eine Verantwortung für die Eltern. Sie werden als Vorbilder genommen, egal ob sie das wissen oder nicht, egal ob sie das wollen oder nicht. Zum Glück braucht das Kind und später der Jugendliche keine vollkommenen Eltern. Es braucht einen Vater und eine Mutter, die glaubwürdig sind und mit sich selbst im Einklang stehen. Es braucht Eltern, die ausreichend streng und beständig sind, um eine Stütze zu sein, die offen genug sind, damit man miteinander reden und etwas unternehmen kann, die warmherzig genug sind, damit das Kind die Achtung vor sich selbst entwickeln kann und die dem Leben genügend vertrauen, damit das Kind sein natürliches Vertrauen in die Zukunft behält. Wenn die Kindheit gut verlaufen ist, bestehen große Chancen, dass der Übergang zur Jugend keine besonderen Probleme bringt. Die Eltern müssen jedoch wissen, dass der Jugendliche eine Phase des Widerstands durchleben muss, die genauso unvermeidlich wie notwendig ist. Sie müssen verstehen, dass seine übertriebenen Launen und seine Auflehnung die noch ungeschickten Seiten seiner Anstrengungen sind, sich, symbolisch gesehen, unter gewissen Schmerzen selbst zu gebären. Es ist Sache der Eltern, notfalls Grenzen zu setzen und neue unabdingbare Freiheiten gegen neue Verantwortungen auszuhandeln. Sie müssen dem Jugendlichen Gehör schenken und im gegenseitigen Vertrauen und Respekt den Dialog aufnehmen. Sie müssen akzeptieren, dass der Jugendliche sich in seinen schöpferischen Impulsen vom elterlichen Vorbild lösen und sich seinen Freunden anschließen will. Innerhalb der Gruppe, in der alle die gleichen Impulse, die gleichen Probleme, die gleichen Träume und Wünsche haben wie er, fühlt er sich geborgen. In den anderen findet er sein eigenes Spiegelbild und erkennt dennoch seinen eigenen Unterschied, was ihm eine gewisse Sicherheit verleiht. Ein Junge will seine Aktivitäten eher mit seiner Clique teilen und ein Mädchen sucht ihre beste Freundin, um mit ihr die kleinen und großen seelischen Geheimnisse auszutauschen. Auch hier können die Eltern ihren großen Kindern helfen, damit sie stärker werden und nicht den Ausschweifungen der Gruppe und den Modetrends unterliegen, die bei den Jugendlichen normal sind. Die Eltern können den Jugendlichen schon sehr bald wieder zu sich selbst zurückführen, indem sie ihn zum Nachdenken anregen. Und du? Wie empfindest du das? Wie denkst du darüber? Was möchtest du erleben? Was möchtest du in deinem Leben tun? Warum lese ich eigentlich so gerne über Kinder, über Jugendliche, über Eltern oder über vorgeburtliche Erziehung vor? Meiner Überzeugung nach ist das der Kern der Veränderung und der Kern des Wandels. Und wenn wir selber verstehen, wie wir unsere eigene Kindheit durchlebt haben, können wir umso bewusster unsere folgenden Generationen begleiten bei dem Wachsen und Gedeihen und sie unterstützen und eine stabile Beziehung zu ihnen aufbauen. Also dann, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Miri.